wieder ein Erlebnis, wenn die Mannschaft des TVB Stuttgart die Halle betritt, sei es die Scharena, wenige hundert Meter von hier, in der die meisten Heimspiele ausgetragen werden, oder die große Porsche Arena hier in Stuttgart, in der die ganz großen Spiele in diesem Jahr ausgetragen werden. Und solch ein großes Spiel gegen die Füchse aus Berlin, das erwarten wir heute. Allerdings einer, der hat gerade gefehlt beim Einlauf des TVB, und das ist kein Unbekannter, Michael Schweiker, den in den letzten Wochen und Monaten der gesetzte Mann auf der Spielmacherposition der Wild Boys. Er muss sich morgen einer Operation unterziehen, denn er hat am vergangenen Freitag im letzten Heimspiel der Stuttgarter hier nur wenige hundert Meter entfernt in der Scharena sich die Nase gebrochen im Duell gegen den THSV Eisenach, im direkten Abstiegsduell. Dort in der Schlussphase ausgefallen, wurde am gleichen Abend noch ins Krankenhaus gebracht, dort untersucht, und das Ergebnis, ja, das war das, worauf niemand gehofft hatte, nämlich die Nase ist gebrochen, es muss eine Operation geben. Wie lange genau er ausfällt, das ist noch unklar. Sicher ist allerdings, heute ist er in jedem Fall nicht mit von der Partie. Die Mannschaft muss ohne ihren Spielmacher der vergangenen Partien auskommen. Wie gut sie das machen, das werden wir heute sehen. Und einen kleinen Vorteil haben die Stuttgarter dennoch, denn ihr letztes Spiel, das war am vergangenen Freitag und das nur wenige hundert Meter von hier entfernt. Bei den Berlinern sieht das ganz anders aus, denn die haben vorgestern ihr letztes Spiel gehabt und das zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt, haben dort bis zur letzten Sekunde kämpfen müssen, hatten dort noch ebenfalls in der letzten Sekunde die Möglichkeit, die Partie durch einen direkten Freiwurf zumindest auch noch auszugleichen, haben schlussendlich allerdings durch einen Treffer verloren, das allerdings nach einer sehr harten Partie, 60 Minuten Vollgas gegangen dort. Und da das Ganze erst vorgestern war und noch eine lange Reise hierher nach Stuttgart dazwischen liegt, sind die Kräfte bei den Berlinern möglicherweise etwas angeschlagen, und der TVB könnte davon profitieren. Auch die Berliner hatten sicherlich nicht ganz so viel Zeit für Videostudium und Ähnlichem. Das bedeutet hier möglicherweise ein kleiner Vorteil für die Hausherren. Auf der anderen Seite ganz klar, wenn man sich die Voraussetzungen anschaut, wenn man die beiden Kader miteinander vergleicht und wenn man auch auf die Tabelle schaut, dann die Berliner hier ganz klar der Favorit. Momentan auf Platz 8 in der Tabelle mit 21 zu 15 Punkten. Die Stuttgarter, die stehen mit 9 zu 27 Punkten auf Rang 14. Das würde am Ende der Saison reichen. Damit wäre man hier sicherlich zufrieden. Man würde den Klassenerhalt schaffen. Hat momentan sogar ein kleines Polster. 3 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, Rang 16. Je nachdem, was beim HSV noch passiert. Allerdings freuen wir uns jetzt erstmal auf die Partie hier. 8. gegen 14. Und die Füchse mit dem ersten Angriff spielen in den grünen Trikots und verwandeln auch direkt den ersten Treffer. Pedro Nenadic ist der Erste, der sich hier heute in die Liste der Torschützen einreiht. Und etwas überraschend möglicherweise, wenn wir in das Tor der Berliner schauen. Da steht nämlich Silvio Heinevetter und nicht Peter Stochel. Heinevetter in den letzten Wochen nicht mehr die Nummer 1 gewesen in Berlin. Musste häufiger hinter Stochel zurückstecken. Wurde auch nicht nominiert für den ersten Kader für die anstehende Europameisterschaft in Polen von Dago Sigurdsson, Nationaltrainer. Hier allerdings Heinevetter mit seiner ersten Parade. Und Peter Stochel, der andere Torhüter der Berliner, der wurde auch zum neuen Kapitän der Mannschaft ernannt. Deswegen etwas überraschend, dass hier Heinevetter anfangen darf. Aber bislang hat er seine Sache gut gemacht, während Vukovic vorne das 2 zu 0 macht. Wir hatten hier gerade Kasper Kiesum im Bild. Er ist heute derjenige, der zunächst mal von Beginn an die Rolle des Spielmachers übernimmt und somit Michael Schweikert auf dieser Position ersetzen soll. Und hier der Anschlusstreffer. Erstes Tor für die Stuttgarter. 1 zu 2. Und wenn wir nochmal auf die Vorzeichen zurückkommen, die Berliner vorgestern gespielt gegen Flensburg, bis zur letzten Sekunde gekämpft, dann allerdings eine Niederlage eingesteckt mit einem Torrückstand. Dennoch, die Beteiligten, die waren zufrieden.
Auf der anderen Seite die Stuttgarter 30-30 unentschieden gegen Eisenach. Man hatte zeitweise die Chance, das Spiel zu gewinnen. Allerdings, wenn man in die Schlussphase hineinschaut, haben sich die Bittenfelder dann wieder zurück ins Spiel gekämpft. Vukovic mit dem zweiten Treffer in der Zwischenzeit. Somit ein Unentschieden, das dort auch in Ordnung ging. Das allerdings beiden Mannschaften ja nicht ganz so viel bringt. Zwei Punkte gegen den direkten Konkurrenten, das war da ganz klar das Ziel. Deswegen soll im Optimalfall heute von Seiten der Blau-Weißen einfach mal direkt nachgelegt werden. Dazu gilt es allerdings gegen die Füchse erstmal möglichst lange dran zu bleiben, um dann in der Schlussphase die Möglichkeit zu haben, die Überraschung zu schaffen. Und hier sehen wir möglicherweise eine Verletzung. Schauen wir noch mal ganz genau drauf. Da kommt Silvio Heinevetter mit dem Fuß. Ja, und trifft Simon Baumgarten da mitten im Gesicht. Der da zunächst erstmal den Treffer erzielt. 2-3 Anschlusstreffer, aber wir wollen jetzt nicht direkt an Michael Schweiger denken, der im letzten Spiel ungefähr so auf dem Boden behandelt werden musste, nachdem die Nase gebrochen war. Da hoffen wir mal, dass das hier ein bisschen besser ausgeht, auch wenn da erstmal behandelt wird. Aber da geht es eher Richtung Stirn, wobei da gerade auch mal eben nachgeschaut wurde von den Medizinern, ob da an der Nase alles in Ordnung ist. Aber zumindest war jetzt auf dem ersten Blick kein Blut zu erkennen, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Und Simon Baumgarten steht da auch schon wieder. Und muss sich da jetzt sicherlich auf der Bank erstmal kurz von erholen. Scheint allerdings im ersten Augenblick schon mal nichts zu Tragisches zu sein. Wird da an der Bank jetzt erstmal noch weiter untersucht und behandelt. Wir behalten das mal im Auge, wie es dort weitergeht. Aber zurück aufs Feld. 2-3, der Anschlusstreffer gerade eben. Stuttgart probiert es ja immer wieder mit einer recht offensiven Deckungsvariante, aber hat dadurch hinten auch immer wieder Lücken, die in diesem Fall jetzt von den Berlinern genutzt werden konnten. Auf geht's, Mittelfeld, auf geht's, Kostelina! Gleichzeitig die Berliner in ihrer Abwehrformation zunächst etwas defensiver, als die Stuttgarter da ausgerichtet waren. Weiter Ballbesitz für Stuttgart. Und ich hatte vor der Partie kurz die Gelegenheit, mit Volker Zerbe von den Berlinern zu sprechen. Und hatte mit ihm mich drüber unterhalten, wie es denn die Berliner sehen. So kurz hintereinander und das mit einer so langen Reise dazwischen anzutreten. Sonntags in Berlin, dienstags schon in Stuttgart. Und er meinte, klar, die Belastung in der Bundesliga ist hoch. Manchmal vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Aber das sind die Regeln. Die Liga gibt das vor. Und da müssen sich die Mannschaften nun mal dran halten. Allerdings wäre es ihm sicherlich auch lieber, wenn man zwischen den einzelnen Partien etwas mehr Zeit hätte, um sich eben etwas gewissenhafter vorbereiten zu können. So gerade um die Weihnachtszeit herum die Belastung für Spieler und Vereine enorm hoch. Und hier wieder der Block, da steht die Abwehr gerade gut. Die Würfe aus dem Rückraum jeweils immer wieder geblockt. Da
muss Berlin andere Lücke suchen. Das Zeitspiel ist angezeigt und die Nummer 3 aus dem Rückraum geht zwar durch den Block durch, allerdings nicht am Torhüter der Stuttgarter vorbei. Yumus Özmusul, erste Parade für ihn hier. Und auf der Gegenseite ist dann ganz schnell gegangen. Mit dem 3:4. Mengue war das, der da erneut wieder aufschließen konnte. 3:4. Korrigieren wir natürlich gerne. Auch wieder ein die Nummer 6 getroffen. Und es wird mal ganz genau, ganz laut. Und jetzt wurde in der Halle nochmal korrigiert. Da ging es auf in Hallensprecher zu schnell. Dominik Weiß war das gerade eben, der getroffen hat. Und hinten läuft es jetzt auch. Der TVB mit der Möglichkeit, da wollte ich es gerade sagen, jetzt hier ins Unentschieden herzustellen. Dafür geht es wiederum ganz schnell. Kein Problem. Zachisson macht das. 3:5. 7 Minuten gestellt. Und die Füchse aus Berlin mit einem leichten Vorteil hier. 2 Treffer in Führung. Aber man kann schon gut sehen, dass die Stuttgarter sich hier einiges vorgenommen haben, sich sicherlich nicht kampflos ergeben wollen gegen den amtierenden Vereinsweltmeister, den sie ja heute zu Gast haben. Und das ist jetzt wieder erste Welle, Gegenstoß, da geht es ganz schnell. Mehr oder weniger eine Wiederholung des Tors zuvor. Matthias Sachisson, 2. Treffer für ihn im Gegenstoß. Und das sind eben diese einfachen Bälle, die dürfen die Stuttgarter den Berlinern nicht geben. Davon profitieren die sogenannten größeren Teams bei den kleineren Teams häufig, dass sie eben diese einfachen Bälle sich immer wieder schnappen, daraus ihre Treffer erzielen und somit sich dann peu à peu immer wieder einen etwas größer werdenden Vorsprung rausarbeiten. Das ist also sicher ganz klar die Ansage von Thomas König, Trainer der Stuttgarter, an seine Jungs. Ihr dürft vorne viel machen, aber schenkt dem Gegner keine Bälle. In diesem Fall der Block der Berliner erfolgreich. Schritte vorher abgepfiffen. Sonst wäre es der 3. Treffer in Folge gewesen. Und dass die Halle hier heute mit über 6.200 Zuschauern richtig gut gefüllt ist, und zwar bis auf den letzten Platz, das liegt mitunter auch daran, dass die Füchse aus Berlin hier einige Fans mitgebracht haben, die auch immer wieder gut zu hören sind in der Halle, weil nach solchen Aktionen Vukovic mit Tor Nummer 3, aber lautstärkentechnisch klar mit 6.000 Fans im Rücken. Stuttgart hier einen deutlichen Vorteil und der Ball, der landet bei den Berlinern. Und da wird es jetzt auch etwas ruhiger in der Halle, wenn man merkt, die Taktik, möglichst lange dran zu bleiben, die ist jetzt nach knappen 10 Minuten zum ersten Mal in Gefahr. 3:7 der Rückstand. Berlin mit der Möglichkeit auf 3:8 davon zu ziehen. Da wurde am Trikot gezogen. Tobias Schimmelbauer war da doch zu dicht am Gegner dran, beziehungsweise an dessen Bekleidung. Und dann ging es über außen und Özmusul, 3. Parade für ihn, kommt hier gut in die Partie rein. Aber das sind eben genau die Fehler. Weiter Ballbesitz für Stuttgart wird hier angezeigt von den Unparteiischen Kilb und Meier, aber das waren eben die Fehler. Sowas wie von Michael Spatz gerade eben, das dürfen Sie sich davor nicht erlauben. War da eigentlich völlig frei außen, hatte die Möglichkeit, den Ball da aus dem Kreis rauszufischen und kriegt ihn da nicht richtig zu greifen. Michael Spatz maßgeblich daran beteiligt,
dass es ein Unentschieden gab gegen Eisenach am vergangenen Freitag. 14 Treffer hat er dazu beigesteuert, wovon 8 vom 7-Meter-Strich ihm gelang. Aber er ist in dieser Saison Top-Torschütze bei den Stuttgartern. 103 Tore hat er schon erzielt. Und befindet sich damit auch so rund um die Top 10, was die Top-Torschütze in der Liga betrifft. Also von ihm hängt sicherlich auch heute einiges ab, aber das werden die Berliner im Vorfeld, wenn auch nicht viel Zeit für Videostudium blieb, sicherlich mitbekommen haben. Seine hohe Trefferanzahl, die er da von rechts außen erzielt hat. Und auch von der 7-Meter-Linie. Und genau das werden wir jetzt hier sehen. Da gab es das Foul und hier gibt es den 7 Meter. Und das ist dann eben eine Sache für Michael Spatz. 8 von 9 hat er in der letzten Partie gemacht. Und hier startet er mit seinem ersten Treffer für heute. Gleichbedeutend mit dem 4:7 Anschlusstreffer. Treffer Nummer 4 für Schwarz-Weiß. Topmann mit der Nummer 26, Michael. Und wenn man schon ab und zu das Unentschieden gegen Eisenach angesprochen hatte, die Stuttgarter, die Unentschieden-Könige in diesem Jahr. Zweimal hat man gewonnen und schon fünfmal hat man unentschieden gespielt. Und damit so häufig wie noch kein anderes Team in der DKB-Handball-Bundesliga in dieser Saison. Und die Stuttgarter bleiben bei ihrer offensiven Deckungsvariante. Die funktioniert auch häufig gut. Denn wenn man da einfach mal die beiden, ja, relativ einfachen Ballverluste vorne rausrechnet, bei dem Berlin dann über den Gegenstoß kam, der, dann wird man nur mit einem Treffer hinten liegen. Und hier ist es jetzt Berlin, das den Ball her schenkt und dafür sorgt, dass die Wild Boys hier sich möglicherweise wieder Stück für Stück zurück in die Partie werfen können. Aber Heinevetter auf der Linie mit dem Fuß dran, bei dem sicherlich auch immer wieder jetzt ein bisschen Frust mit dabei ist. Sicherlich nicht unbedingt derjenige, der begeistert ist, mal in die zweite Reihe gesteckt zu werden. Ja, und da war noch eine Hand dran, die dann allerdings nicht mehr entscheidend abwehren konnte. Tönnessen, zweiter Treffer für ihn. Da sieht man immer, Stuttgart will da schnell nach vorne gehen, will das Spiel da schnell gestalten, möglicherweise auch schnell zum Abschluss kommen. Allerdings finden sie da häufig keine Lücke, müssen dann den ersten Versuch abbrechen, wechseln dann gerne nochmal für den Angriff und beginnen dann von neuem. Und das dauert häufig. Zeitspiel war angezeigt, der Abschluss musste da kommen. Und das sind dann eben etwas dankbarere Bälle für die Torhüter, weil sie wissen, der Wurf wird jetzt kommen. Da kommt nicht nochmal ein Pass von Dominik Weiß, er muss abziehen. Können sich dann ganz darauf fokussieren. Das ist dann eben ein bisschen zu einfach, wie die Abwehr da und vor allem auch Nenadic immer wieder durchmarschieren lässt. Und hier der erste Treffer
Und 4:9 haben wir jetzt den Zwischenstand. 15 Minuten, 42 Sekunden gespielt. Und das ist die Zeit, in der Thomas König seine erste Auszeit nimmt und da nochmal nachjustieren will. Denn ganz zufrieden kann er sicherlich nicht sein mit dem Auftreten seiner Mannschaft. Auch wenn da immer wieder gute Aktionen dabei sind, auch wenn da die Abwehrformation sehr offensiv steht, auch immer wieder die Berliner zurückdrängen kann, vom eigenen Kreis weghalten kann, sind es dann immer wieder auch die Einzelaktionen in der Berliner Offensive, die da zum Erfolg führen, wenn da wirklich mal jemand sich den Ball schnappt und entschlossen drei Schritte Richtung Tor macht. Dann fehlt da häufig nochmal die gewisse Aggressivität, dass man einfach nochmal rangeht an den Gegner. Auf der anderen Seite Berlin steht hinten relativ sicher. Haben sich dann noch nicht allzu viele Patzer erlaubt. Und führt dementsprechend auch verdient. Und hinten ist es dann eben immer wieder Silvio Heinevetter, der da eine Hand dazwischen bringt, auch wenn hier Stuttgart noch mal in Ballbesitz bleiben darf. Der Stuttgart tut sich etwas schwer gegen die Berliner Verteidigung. Holt dann den nächsten Freiwurf raus. Und dann sind es eben immer wieder solche Aktionen, in denen Dominik Weiß dann einfach hochsteigt und den Abschluss suchen muss, weil sich einfach wenig andere Möglichkeiten bieten. Und darauf konnte sich Silvio Heinevetter mit der Zeit auch einstellen. Da müssen sich die Bald Boys möglichst schnell noch ein paar Varianten mehr einfallen lassen. Hier gibt es die erste 2 Minuten Zeitstrafe. Und da muss Tobias Schimmelbauer runter. Sehen wir nochmal, ja, gibt da nochmal einen Schlag auf den Rücken mit. Treffer wird nicht gewertet, zuvor abgepfiffen. Und der Treffer gilt, da war der Ball wohl hinter der Linie. Zachison mit dem Treffer und jetzt hatten die Stuttgarter schon einige Probleme im Angriff. Müssen das Ganze jetzt noch mit einem Spieler weniger in den Griff bekommen. Schauen wir noch mal drauf. Ja, Ball war hinter der Linie. Ja, versucht er noch das Anspiel an den Kreis. Und ja, da wurde vermutlich auch ein bisschen am Trikot gezogen. Gibt es jetzt erstmal Neues. Ja, in Unterzahl lösen sie es da fast schon ein bisschen besser. Dominik Weiß, der da einfach mal durchgeht, allerdings abgepfiffen die Aktion, Schritte zuvor. Und da war wieder das Zeitspiel angezeigt und ah, der ist auch deutlich drüber. 25 Sekunden noch in Überzahl.
die Berliner hier mit der Möglichkeit zum 11:4 und dann wird es langsam deutlich werden. Ja, da war wieder versucht, das Spiel nach außen ballen. Zu ungenau, aber ja, das ist eben genau die Stelle, an der Platz ist draußen bei Zachison und der hat es dann relativ einfach jetzt zumindest. Kein Unterzahlspiel mehr für Stuttgart. Sieben Treffer Unterschied nach nicht mal 20 Minuten. Der Spielplan der Hausherren sicherlich erstmal nicht aufgegangen. Die Frage ist, wie kommen sie da jetzt nochmal raus? Wie können sie sich aus der Misere befreien? So sicherlich erstmal nicht. Denn so laden sie Zachison und die Füchse aus Berlin eben zu solchen Gegenstößen. Ein fünfter Treffer war das für ihn gerade. Stuttgart hat sicherlich das Potenzial, sich hier nochmal in diese Partie reinzukämpfen und sich nochmal näher an die Füchse aus Berlin auch ranzukämpfen. Die Frage ist nur, wann gelingt es ihnen, das auch abzurufen? Möglichst bald sollte es sein, damit man hier noch eine Chance hat. Und nächster 7 Meter gibt zumindest eine gute Chance. Und es gibt obendrein auch noch eine 2 Minuten Zeitstrafe. Und somit verbunden die Überzahl. Hier schauen wir nochmal drauf. Da geht der Arm nämlich von hinten ja an den Hals. Und das sind 2 Minuten für Goyun. Und Spatz. Einen von einem hat er heute gemacht. Und der zweite, der sitzt auch. Treffer Nummer 5. Für die Wild Boys. Ja, da hat Silvio Heinevetter geahnt, wo es hingehen soll. Kam aber nicht mehr ran. Und auf ihn ist er heute hinten häufig verlassen, als Özbusul im Kasten der Stuttgarter. Zeigt er hinten bislang eine gute Partie und hält Stuttgart zumindest ein Stück weit noch im Spiel. Jetzt mal richtig schön rausgespielt auf die Außen und das sind dann die Möglichkeiten. So können sie vor allem natürlich eine Überzahl, da gibt es jetzt Platz, vorne zum Erfolg kommen. Tobias Schimmelbauer war das. Macht da noch einen schönen Aufsetzer. Heinevetter keine Chance. Und mit solchen Aktionen, da können sie eben punkten. Diese ganz einfachen Varianten. Zwei-, dreimal kreuzen, Rückraum hochsteigen, Wurf, das ist nicht erfolgreich gegen die Abwehr und gegen Heinevetter, aber sobald sie es da mal etwas unkonventioneller spielen, da auch mal die Außen mit einbinden, den Kreis mal einen schönen Block stellen lassen und so auch für Raum auf den Außen sorgen, dann klappt es bedeutend besser. Und das wird es dann sicherlich auch die Marschroute sein, in den nächsten Minuten da wegzugehen von dem etwas statischen Spiel im Rückraum und variabler zu werden, die Abwehr der Berliner ja, etwas mehr herauszulocken. Die stehen da häufig als sehr massiver Block, sehr nah am eigenen Kreis. Und dieser Block, der muss irgendwie etwas aufgelockert werden. Und Erlingo Richardson
Will da jetzt erstmal gar keinen Lauf aufkommen lassen bei den Stuttgartern. Hatte da gerade die Auszeit genommen. Nochmal etwas nachjustiert. Also 6:12 der Spielstand nach gespielten 22,5 Minuten. Berlin führt verdient. Ob es allerdings so deutlich sein muss, sei erstmal dahingestellt. Ja, sollte ein schöner Wurf werden, war ein Versuch zu einem Camper, allerdings ist der misslungen. Und so ein bisschen Glück brauchen die Stuttgarter jetzt auch, dass da im Offensivspiel bei den Berlinern hier und da mal ein bisschen was schief läuft, dass man einfach mal an Bälle kommt. Und vorne wieder aufschließen kann. Und jetzt ist wieder der Rückraum, aber diesmal erfolgreich. Dominik Weiß hier. Zweiter Treffer für ihn heute. 7:12. Nur noch 5 Tore Unterschied. Was würde denn ein Sieg für die beiden Mannschaften hier in der Tabelle bedeuten? Die Füchse aus Berlin, die würden mit einem Sieg zunächst mal auf Tabellenplatz 6 springen. Der würde voraussichtlich dafür reichen, dass man im nächsten Jahr wieder im EHF-Pokal teilnehmen dürfte. Dort ist man in diesem Jahr als Titelverteidiger relativ früh gescheitert. Noch vor der Gruppenphase in der K.O.-Runde gegen Chambéry in Frankreich ausgeschieden. Wobei allerdings, da ist der Kreis völlig frei. Jasper Nielsen hat da gar niemanden mehr bei sich gehabt. 13. Treffer für Berlin. Wobei alle anderen Teams morgen nachziehen. Das heißt, da kann in der Tabelle dann noch mal einiges passieren. Wäre erstmal eine Momentaufnahme dieser 6. Platz in der Tabelle. Und für die Stuttgarter, da würde sich tabellarisch erstmal nichts ändern. Man würde von 9 Punkte auf 11 Punkte kommen. Wäre immer noch auf dem 14. Tabellenplatz. Hätte dann allerdings schon 5 Punkte Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz. Und da es gerade bei Dominik Weiß mit der Gewalt geklappt hat und dem kräftigen Wurf aus dem Rückraum hat Bengway das Gleiche nochmal ausprobiert. Und ja, der geht kerzengerade ins Eck, aber auf der Gegenseite war das gerade eben Vukovic, der da schnell für den Gegenstoß sorgen konnte. Und man merkt, in den letzten Minuten, die Stuttgarter sind besser in der Partie. Sie sind jetzt angekommen, haben allerdings immer noch dieses kleine Manko, dass man in die ersten Minuten etwas verschlafen hat, diesen deutlichen Rückstand hat und diesem jetzt erstmal hinterherrennen muss. Bengue hat Spaß gefunden da vorne. Zweiter Treffer in Folge für ihn. Jonas Musul in Regelmäßigkeit mit Fuß, Hand, Schulter oder ähnlichem dran. 5. Parade für ihn. Wir kommen weg von der einseitigen Partie, die wir hier ein paar Minuten lang hatten und sehen jetzt ein Handballspiel, das richtig Spaß macht. Beide Mannschaften jetzt deutlich besser. Die Berliner die ganze Zeit schon auf etwas höherem Niveau und die Stuttgarter, die haben sich jetzt angepasst. Ja, da sollte das Anspiel auf den Kreis kommen. Simon Baumgarten wurde da allerdings gehalten und das vermutlich während Nielsen im Kreis stand. Schauen wir nochmal drauf, was genau da. Ne, er hat ihn da einfach, ja, am Trikot von Ball weggezogen. 2 Minuten gehen da in Ordnung. Und vorhin haben wir gesehen, die Überzahl, die konnte der TVB nutzen. Und das würde sich auch empfehlen, das jetzt nochmal zu tun. Na, man sucht hier die Außen. Die haben immer Platz, wenn eine Überzahl ist. Beide Außen stehen jetzt sehr frei. Aber Treffer zählt nicht. Da müssen die Bälle eben auch sehr genau kommen, damit die Außen dann nicht mehr lange in der Luft rumfischen müssen und diesen Ball ganz genau in die Hände kriegen, sofort loslaufen können und diesen Raum, den sie haben, auch nutzen, um dann mit möglichst gutem Winkel aufs Tor zu gehen. Und hier gibt es Abwurf für die Berliner.
die sich jetzt vorne natürlich Zeit lassen können. Haben alle Zeit der Welt. Eine Minute sind sie noch in Unterzahl. Können in aller Ruhe erstmal ausspielen. Ja, geht da durch und bekommt nochmal den Freiwurf. 2,5 Minuten noch zu spielen hier in der ersten Halbzeit. Und sicherlich bislang einer der Besten auf der Platte auf Seiten der Stuttgarter, Yunus Özbusur, der hier zu Recht auch immer wieder gefeiert wird von der Halle. Und auf der Gegenseite, da passt es jetzt auch haargenau. Unterlatte drin, Treffer für Florian Schöbinger. Ja, und von dieser sehr deutlichen Partie, die wir hier Mitte der ersten Halbzeit gesehen haben, entfernen wir uns langsam wieder. Jetzt sind es nur noch 4 Tore Unterschied und im Handball kann auch das ganz schnell gehen. Aber es gibt dann eben doch immer mal wieder diese Lücken in der Abwehr. Esper Nielsen hat da Dankeschön gesagt. Mittlerweile beide Teams wieder vollzählig. 5 Treffer Unterschied. Und Stuttgart muss jetzt schauen, mit möglichst geringem Abstand die Halbzeitpause zu erreichen, um sich dann für den zweiten Durchgang noch mal was zu überlegen, wie man die Berliner hier knacken will, wie man die Überraschung gegen die Füchse aus der Hauptstadt realisieren möchte. Und er kam mit viel Wucht und der kam relativ genau und der kam von Benguet und der ging rein. 11:15. Und jetzt sind es noch 30 Sekunden, die übrig sind. Die Uhrzeit, die eingeblendet ist, die stimmt nicht ganz. Da haben wir noch 13 Sekunden mehr auf der Uhr. Und jetzt ist auf der Hallenuhr sind jetzt noch 13 Sekunden übrig. Die Zeit, die läuft jetzt allerdings gerade runter und die Berliner fordern, dass die unbedingt angehalten wird, denn das ja, war der Wurf noch mit der Schlusssekunde und Berlin regt sich da enorm auf, dass die Zeit da nicht angehalten wurde, sondern die letzten 10 Sekunden da einfach runtergetippt sind. Berlin ärgert, da wird sich nochmal beschwert bei den Unparteiischen. Volker Zerbe hier im Gespräch, fragt auch nochmal nach, wie es denn dazu kommen konnte und hier sehen wir nochmal Nenadic, er hatte da nur noch diese eine Sekunde und musste den Wurf direkt nehmen, rechts am Kasten vorbei und somit bleibt es beim 11:15 zur Halbzeit und somit haben die Wild Boys der TVB Stuttgart hier in der zweiten Halbzeit noch alle Möglichkeiten, hier nochmal ranzukommen, nur 4 Tore Unterschied und wir melden uns pünktlich wieder, wenn es hier in der Porsche Arena in Stuttgart weitergeht. Herzlich willkommen zurück hier in der Porsche Arena in Stuttgart. Ausverkauftes Haus heute für die DKB Handball Bundesliga Partie. TVB Stuttgart gegen Füchse Berlin. Zur Halbzeit die Berliner mit 4 Treffern in Führung. 11:15 der Rückstand der Hausherren, die sich allerdings in den letzten Minuten wieder rangekämpft hatten. Das sah schon mal deutlicher aus. Da hatten sicherlich viele in der Halle hier auch von den über 6.200 Fans Angst, dass das heute eine ganz deutliche Angelegenheit für die Gäste aus der Hauptstadt werden könnte. Dann allerdings die Stuttgarter in den letzten Minuten wieder, ja, haben das Spiel zwar nicht drehen können, aber konnten zumindest den Rückstand wieder minimieren, haben jetzt auch in der zweiten Halbzeit als erstes Ballbesitz, theoretisch die Möglichkeit, also auf 3 Treffer Rückstand zu verkürzen. Hier ist noch alles möglich in dieser Partie, wenn auch die Berliner
in den ersten 30 Minuten mit dem etwas souveräneren Auftritt. Die Stuttgarter hatten doch da eine deutliche Schwächephase. Und zwischen der 5. und der 20. Minute hat da nicht wirklich viel zusammengepasst. Aber wir sind gespannt, was Thomas König seinen Spielern in der Halbzeitpause mit auf den Weg gegeben hat. Am Torhüter lag es in jedem Fall nicht. Da sind beide heute genau gleich gut. Sowohl Silvio Heinefetter auf Seiten der Berliner als auch Jungus Özmusul auf Seiten der Stuttgarter jeweils mit 6 Paraden hier. Somit kam es zumindest in den ersten 30 Minuten nicht auf die Leistung der Torhüter nur an, sondern vor allem auf die auf dem Feld. Und ja, da sind es eben genau diese Bälle, die den Stuttgartern auch schon im ersten Durchgang häufig Probleme bereitet haben. Wo es da mal schön, schnell, einfach gehen sollte und dann da doch einmal die Hand der Abwehr dazwischen war. Jakov Grujun hatte da einen Schlag in die Magengegend abbekommen, allerdings wird es bei ihm bald wieder weitergehen, holt sich da gerade schon wieder auf der Bank die nächsten Anweisungen für die nächsten Spielzüge ab. Die Berliner vorne, da geht es jetzt relativ einfach im ersten Anlauf. Fabian Wiede hier, erster Treffer für ihn heute. 11:16 die Führung. Und wenn wir gerade über die einfachen Ballverluste gesprochen haben, geht es ja genauso weiter. Wieder der Fehlpass, ungenau geworfen und auf der Gegenseite wiederum geht es schnell, da ganz einfach durch die Lücke durchgestoßen. Drago Vukovic bislang Top-Torschütze seines Teams, gemeinsam mit Matthias Sachison, beide mit 5 Treffern. Und so schnell kann aus der Hoffnung der Stuttgarter hier diesen Rückstand noch weiter zu verkürzen erstmal wieder ein erneuter Rückschlag werden. Jetzt sind es schon wieder 6 Treffer. Und das ist dann ein Abstand, den sollten sie sich nicht allzu spät im Spiel leisten, denn dann wird es richtig schwer, nochmal ranzukommen. Dominik Weiß hatte auch einige Fahrkarten hier in der ersten Hälfte, vor allem in der ersten Hälfte der ersten Hälfte. Aber kam dann immer besser in die Partie. Und hat dann doch einige Male einfach aus dem Rückraum durchziehen können. Und das mit Erfolg, so wie hier gegen Silvio Heinefetter. Und da stand der Block. Das Hinspiel übrigens, das ging mit 6 Treffern Vorsprung an die Füchse. Also ganz ähnlich, wie wir es hier momentan immer mal wieder auf der Anzeigetafel zu sehen bekommen. Ja, und das ist Pech bei den Stuttgartern, dass der Abpraller da wieder direkt in den Händen der Berliner landet. Elisson hat dann da ein ganz einfaches Spiel, völlig frei am Kreis. Guckt da Özmusul gut aus, zieht den Ball einmal über den Kopf und stellt dann eben diese erneute 6-Tore-Führung her. Ja, und bei Bengo ist auch eine Sache. Einige Bälle landen doch deutlich über dem Kasten und die anderen, die sitzen dafür wieder aber ganz genau im Winkel. Auf der anderen Seite allerdings sieht Berlin nach, auch hier nicht die allerhöchste Genauigkeit in dem Wurfversuch. Und Dominik Weiß macht es besser. 13:18, 33,5 Minuten gespielt. In jedem Fall hat er gut in die zweite Halbzeit gepasst. Silvio Heinefetter da zu spät unten. Ja, die zweite Ballbesitz für Berlin, die da zumindest von der Bank aus auch 2 Minuten fordern, aber ganz so schlimm habe ich das da jetzt gerade nicht gesehen.
Weiter Ballbesitz und Freiwurf da. Sicherlich keine falsche Entscheidung. Zeitspiel wird hier angezeigt. Berlin muss jetzt schnell abschließen. Und da rückt Nenadic vermutlich den Ball, um da hochzusteigen. Und Zeit wird erstmal angehalten. Die Mauer nochmal einen halben Meter zurückgestellt. Und es wird wahrscheinlich eine Sache von Nenadic, der da aber eben in dieser Mauer stecken bleibt. Der Ball bleibt bei den Hausherren in den weiß-blauen Trikots. Und hier in der Luft. Ja, das ist zwar kein starker Stoß, aber wenn der Spieler in der Luft ist, dann reichen eben auch solche Kleinigkeiten, um den Spieler aus der Balance zu bringen. Und wenn da die Gefahr besteht, dass der Spieler in der Luft das Gleichgewicht verliert und eben nicht mehr sicher auf den Füßen landen kann, ja, dann ist eben eine Strafe angemessen. Silvio Heinefelter tut hier wieder was für seine Paradenstatistik, der heute bei Berlin von Anfang an ran durfte und bislang auch durchgespielt hat. Vukovic ist da ja etwas unsanft aufgekommen, aber am kurzen Schmerz ist auch schon alles wieder vergessen. Wurde da jetzt schön rausgespielt auf die Außen. Sachison ist das, sechster Treffer für ihn. Er wurde nicht richtig auf ihn aufgepasst, hat da dann doch mal einen Meter mehr Platz gehabt als normal. Das haben die Berliner erkannt und die haben jetzt die Möglichkeit, hier ihren Vorsprung noch weiter auszubauen. 2 Minuten Zeitstrafe gegen Stuttgart, gegen Martin Kienzle müsste das sein. Nee, Tobias Schimmelbauer war es. Der da die 2 Minuten bekommt. Nicht seine ersten heute, muss jetzt aufpassen. Bei der dritten 2 Minuten Zeitstrafe wäre es das für heute für ihn gewesen. Nenadic am 7-Meter-Strich und macht das ganz sicher. Und die Partie jetzt an einem Scheideweg. Können die Stuttgarter das hier nochmal etwas enger gestalten oder verlieren sie den Anschluss jetzt komplett und lassen die Berliner ziehen? Das ist eine Frage, die sich sicherlich hier in den nächsten 3, 4, 5 Minuten entscheiden wird. Und mit dieser Unterzahl, die sie jetzt noch knapp 1,5 Minuten haben, macht es das Ganze nicht einfacher, aber wenn es bei einem heute läuft im Angriff des TVB, dann ist er es. Dominik Weiß lässt sich da von der Abwehr nicht stoppen und macht Treffer Nummer 5 komplett. Auf der Gegenseite ergeben sich dann durch diese Überzahl genau diese Lücken, wo Junda ganz frei kann sich da ganz in Ruhe mit dem Ball umdrehen und raussuchen, wie er denn gerne am Torhüter vorbeiwerfen möchte. Und in dem Fall hat er das richtig gemacht. 21:14. Jetzt die Führung.
Da kommt das passive Vorwarnzeichen, besser dann bekannt als Zeitspiel. Ja, das ist die logische Konsequenz, hier Dominik Weiß werfen zu lassen, weil wenn es bei einem läuft, dann ist er es. Aber eine hundertprozentige Quote kann man von ihm hier heute auch nicht erwarten. Die Berliner momentan auf dem 8. Tabellenplatz. Hier sorgen sie gerade dafür, dass das zumindest nach dem heutigen Spiel wohl etwas nach oben gehen wird. Und auf diesem 8. Tabellenplatz, da fühlen sie sich auch relativ wohl, sind da vermutlich auch nicht ganz so unrecht, während Thomas König hier gerade eine Auszeit genommen hat, seine zweite der Partie, und das nach 39 gespielten Minuten und muss da dringend eingreifen. 8 Tore Rückstand, das kann ihm nicht gefallen, was er hier in den letzten Minuten von seiner Mannschaft gesehen hat. Worauf ich ursprünglich hinaus wollte, die Berliner 8. Tabellenplatz. Dadurch verdient das gegen die ganz großen Teams oben. Ja, da sind Siege Mangelware, da gab es größtenteils Niederlagen gegen die Top-Teams. Und auf der anderen Seite gegen alle etwas kleineren Mannschaften, die hinter ihnen stehen, da gab es entweder Siege oder Unentschieden. Das heißt, die Berliner sicherlich auf Tabellenplatz 8 momentan richtig gut aufgehoben und Stuttgart auf Platz 14. Über dem Strich, nicht in der Abstiegszone aktuell, das Ziel, das in dieser Saison oberste Priorität hat, den Klassenerhalt zu schaffen und den Handball in Stuttgart weiter auszubauen. Haben sich vor dieser Saison von ihrem bisherigen Namen TV Bittenfeld verabschiedet zugunsten des TVB Stuttgart in der Region. Von vielen immer noch liebevoll als die Bittenfelder bezeichnet. Aber Ziel ist es hier, die ganze Region Stuttgart für den Handballsport zu begeistern. In der Nachbarschaft gibt es ja noch frisch auf Göppingen. Die sind ja eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt. Aber ansonsten hat man hier das Potenzial, eine neue handballbegeisterte Region aufzubauen. Aber dazu braucht es eben diesen Erstliga-Handball. Und deswegen das oberste Ziel, diese Klasse zu halten. Und da ist man momentan auf einem richtig guten Weg. Denn man hat da einige Mannschaften hinter sich gelassen. Lübbecke sehr abgeschlagen am Tabellenende. Balingen-Waldstätten und Eisenach tun sich in diesem Jahr auch sehr schwer. Der BHC, der Bergische HC, ebenfalls momentan noch 2 Punkte hinter Stuttgart. Tun sich auch schwer. Und man weiß nicht ganz genau, was mit dem HSV passiert. Sollte dort möglicherweise das Insolvenzverfahren nicht gelingen, ein Zwangsabstieg, Ähnliches eingeleitet werden, dann wären es nur 2 reguläre Absteiger und hätte man hier nochmal bessere Chancen. Aber das ist sicherlich nicht der Weg, über den man den Klassenerhalt schaffen will. Man will Platz 15 oder besser. Momentan ist man auf einem richtig guten Weg. Auch wenn es momentan gegen die Füchse aus Berlin nicht nach dem erhofften Überraschungserfolg aussieht, sondern eher nach dem zu erwartenden sehr schweren Spiel. Und das wird in den nächsten 2 Minuten sicherlich nicht einfacher, wenn Wangway da im Angriff fehlt. Und auch in der Verteidigung ist da einer der größten und muskulösesten, die da im Block stehen und die vorne immer wieder für Gefahr aus dem Rückraum sorgen. Es muss wohl noch dran, denn in der ersten Halbzeit richtig gut rein, in der zweiten hat er es nicht mehr ganz so gut reingefunden. Fabian Wiede war das da mit dem Treffer. Das sind jetzt genau diese Aktionen, die dann am Ende dazu führen können, dass das Spiel doch
um einiges deutlicher ausfällt, als es eigentlich müsste. Denn schlecht verkaufen sich die Stuttgarter hier sicherlich nicht vor eigenem Publikum. Hatten hier sicherlich zum Jahresausklang vor heimischer Kulisse Großes vor. Dass das gegen Berlin schwer wird, keine Frage. Aber dass es jetzt momentan schon so deutlich ist, ja, das ist eben auch auf solche kleineren Fehler zurückzuführen, die eigentlich nicht sein müssen. Und ohne die man hier vielleicht nicht ganz nah dran wäre, aber das Ergebnis doch noch schöner aussehen lassen könnte. Aber ja, noch sind knappe 20 Minuten Zeit, da kann auch einiges passieren. Auch wenn es jetzt 10 Tore Unterschied sind. Da kann man den Fans hier noch das ein oder andere Geschenk machen. Zum Beispiel solch eins hier. Dominik Weiß macht es da ganz humorlos. Und der Ball, der geht hinter die Linie. Da kann Silvio Heinevetter nichts mehr dran ändern. Und einer, der sich hier langsam aber sicher zum Man of the Match, zumindest wenn es um Sachen Tore geht, mustert. Das ist er hier, Matthias Sachison, ist jetzt bei 8 angekommen. Und im Tor wird jetzt reagiert bei den Stuttgartern. Da wird gewechselt. Özmusul kommt raus, Djerkovic kommt rein. Jetzt Glück für Stuttgart, behalten da den Ball nach dem Block. Tobias Schimmelbauer sagt Dankeschön. 16:25 und für alle, die vielleicht erst ein bisschen später dazugekommen sind und einen speziellen Mann auf Seiten der Stuttgarter vermissen, der da ja, die Geschicke leitet im Rückraum. Michael Schweikart, eigentlich der gesetzte Spielmacher und Mittelmann in den vergangenen Wochen und Monaten bei den Blau-Weißen. Der kann heute nicht mit dabei sein, während es hier einen 7-Meter für Berlin gibt. Hat sich nämlich, wie sich im Krankenhaus herausgestellt hat, nach der Partie im Spiel gegen Eisenach die Nase gebrochen und muss morgen operiert werden. Da ist es noch nicht ganz genau klar, wie lange er ausfallen wird. Allerdings heute Einsatz erstmal ausgeschlossen. Und ich denke mal, in diesem Jahr gibt es noch eine Partie, aber mit einer gebrochenen Nase wird man da vermutlich nicht allzu viel riskieren wollen. Wobei da dann die Ärzte das letzte Wort haben. Aber erstmal morgen die Operation, dann das Weihnachtsfest. Und da muss man weiter schauen, wie es bei Michael Schweikart weitergeht. Er ist sicherlich auch jemand, der eine Mannschaft in so einem Spiel anführen kann und anführen muss. Und das müssen seine Teamkollegen nun diesmal ohne ihn machen. Hier gibt es jetzt den 7 Meter. Obendrauf gibt es noch die 2 Minuten Zeitstrafe gegen. Ist es Grujun, der runtergeschickt wird? Ja. Er steht da gefühlt ungefähr in der Mitte des Kreises. Aber in jedem Fall mit einem Fuß drin. Und da ist der 7 Meter die logische Konsequenz. Und daraus die logische Konsequenz ist, dass Michael Spatz an den Strich geht. 2 hat er heute geworfen, 2 hat er reingemacht. Und die Nummer 3 auch, Silvio Heinevetter ist da zwar dran, aber vom Strich behält die Nummer 26 hier heute eine weiße Weste. Ja, war knapp, aber
Drin ist drin, 17 zu 26 nach einer Dreiviertelstunde. Und da haben die Schiedsrichter lange gewartet, da war die Pfeife schon im Mund, um den 7 Meter zu geben. Haben aber noch abgewartet, ob der Ball nicht möglicherweise auch so reingeht. Und hier sehen wir den Neuzugang der Stuttgarter, Viorel Fotacke. Den haben sie erst letzte Woche verpflichtet und Jakovic, der ist neu im Kasten, der ist erst reingekommen und hält gleich mal den ersten 7 Meter. Viorel Fotacke, man war sich schon etwas länger einig, hat allerdings dann noch auf eine Freigabe aus Rumänien gewartet und die hat eben ein bisschen auf sich warten lassen. So gab es die Freigabe erst in der vergangenen Woche am Freitag Vormittag und am Freitagabend hat er dann gleich mal gespielt, der neue Mann, gegen Eisenach. Musste da allerdings das Ende der Partie dann von der Tribüne aus anschauen, hatte sich dort gleich mal eine rote Karte abgeholt, aber der Mann mit der Nummer 15 am Kreis soll die Stuttgarter kurzfristig verstärken. Ist gelernter Rückraumspieler, aber soll vor allem erstmal im Mittelblock für Stabilität sorgen. Und in Sachen 7 Meter geht es hier munter weiter. Und Dragan Djakovic könnte sich da jetzt doch zu einem kleinen Liebling der Fans machen, wenn er hier gleich den nächsten rausnimmt. Bjarke Elisson probiert's und schafft's in diesem Fall. Und stellt wieder den 10-Tore-Vorsprung her. Da hat sich momentan eingependelt. 8 Tore, 10 Tore Vorsprung. Da schaffen es die Stuttgarter in den letzten Minuten nicht, diesen Rückstand zu verkleinern. Und da werden es 11. Willi Weihrauch ist das. Er reiht sich auch noch in die Liste der Torschützen mit ein. 17 zu 28. Und das animiert Thomas König dazu, nochmal eine Auszeit zu nehmen und für die letzten 12 Minuten hier noch mal ein paar Instruktionen zu geben. Die Hoffnung, dass das ganz spannend wird, hat er sicherlich mittlerweile aufgegeben. Aber man will den Fans hier in der Porsche Arena in Stuttgart noch einen würdigen Saisonausklang in dem Jahr 2015 bieten. Und die Füchse so gut es geht ärgern. Und wir wissen alle, wie eng es manchmal in der DKB-Handball-Bundesliga zugeht. Dass dort Meisterschaft nur aufgrund von 2 Toren Unterschied im Laufe der ganzen Saison. Und das bei Hunderten von erzielten und erhaltenen Treffern geht. Und deswegen sicherlich auch nochmal die Anweisung an die Mannschaft. Jeder einzelne Treffer kann hier am Ende der Saison darüber entscheiden, ob man im nächsten Jahr in der ersten oder in der zweiten Liga spielt. Deswegen zählt jedes einzelne Tor. Und deswegen wird die Mannschaft sicherlich auch in den letzten 12 Minuten hier nochmal versuchen, was möglich ist gegen die Berliner, die irgendwann sicherlich auch mal mit den Kräften zu kämpfen haben müssen. Haben vorgestern zu Hause gegen Flensburg gespielt, haben eine lange Anreise hierher nach Stuttgart in den Knochen. Kopf fühlt sich sicherlich anders aus, aber momentan ist davon nicht viel zu sehen, dass da irgendwelche Einbrüche bei den Berlinern sind. Allerdings hier, schön gemacht. Theo Koric macht das da völlig unbedrängt. Aber auf der Gegenseite
heißt es wiederum 7 Meter, die häufen sich derzeit. Und Ellison bastelt da weiter an seiner Statistik. Nächster 7-Meter-Treffer für ihn. 18 zu 29, jetzt sind es 11 Treffer Unterschied, aber es ist auch mal eine Möglichkeit, ein bisschen was auszuprobieren. Berlin jetzt mit Ellison sehr vorgezogen in der Verteidigung. Probieren es dann mit der 5-1-Deckung und das ist dann eben auch der Vorteil, wenn dann der Torwart den Ball einfach halten kann, dann kann dieser vorgezogene Abwehrspieler einfach durchstarten und hat dann ein paar Meter Vorsprung, kriegt den Ball vorne zugeworfen und hat es dann nicht mehr allzu schwer. Im Gegenzug natürlich Gefahr, dass dann im Mittelblock es ein bisschen lockerer zugeht, dass der Kreis es etwas einfacher hat, mal einen Block zu stellen, dass der Kreis etwas öfter mal angespielt werden kann oder dass es zwischen den Armen in diesem Fall hier oder da mal eine Lücke gibt, die dann Benguin nutzen kann. Dieses Spiel hier heute, Stuttgart gegen Berlin, ist ein klein wenig vorgezogen. Alle anderen Teams, die spielen morgen erst, morgen Abend, während Berlin sich jetzt hier nochmal eine Auszeit gönnt. Morgen alle weiteren Spiele und dann geht es nach dem Weihnachtsfest Schlag auf Schlag weiter, denn der 27.12., der ist in der DKB Handball-Bundesliga dann auch nochmal ein Spieltag, an dem alle Mannschaften auf der Platte stehen und dementsprechend auch Stuttgart und Berlin. Für die Stuttgarter geht es nach Gummersbach, die in der Tabelle zwischen den Füchsen und Stuttgart stehen, momentan auf Platz 10. Da wird der TVB nochmal versuchen, sich einen schönen Jahresausklang zu bescheren. Und die Berliner, die haben dann zu Hause ein Heimspiel gegen Eisenach, die momentan ganz tief unten drin stehen. Da wird in Stuttgart dann wahrscheinlich die Daumen drücken, dass es dann für einen Heimerfolg reicht. Und dann geht es erst wieder im neuen Jahr weiter, Mitte Februar. Im Januar gibt es die EM-Pause. Dann sehen wir viele Spieler aus der Handball-Bundesliga bei der Europameisterschaft in Polen wieder. Und der 14. Februar, das ist dann der Tag, an dem die DKB Handball-Bundesliga wieder ihren Betrieb aufnimmt. Und für die beiden Teams bedeutet das zunächst für den TVB ein Heimspiel gegen den Bergischen AC und somit eine Mannschaft, die momentan nur 2 Punkte hinter ihnen steht, also ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt. Und die Füchse aus Berlin, die bekommen dann ein richtig schweres Los. Da wird sich zeigen, ob es für die Füchse in diesem Jahr noch mal ein bisschen nach oben gehen kann oder ob dieser Mittelfeldplatz wohl doch die dauerhafte Bleibe bleibt, denn am 14. Februar haben sie ein Heimspiel gegen die MT Melsungen. Die sind gerade auf Platz 4 in der Tabelle. Und in letzter Zeit hat es richtig gut geklappt bei Bjarke Ellison vom 7-Meter-Strich. Warum also nicht nochmal versuchen? Dragan Djakovic wird das dagegen haben, aber kommt da nicht an den Ball. Silvio Heinevetter, erste Halbzeit war richtig gut, zweite Halbzeit hatte dann gar nicht mehr ganz so viel machen müssen, aber konnte sich dadurch dann dementsprechend auch nicht mehr so auszeichnen. Hier jetzt mit seiner 9. Parade im Spiel.
Und das war erstmal richtig schön rausgespielt, das Anspiel auf den Kreis. Martin Kienzler hat da den Ball aufgelegt und hier sehen wir das richtig schön gespielt. Und dann ist es Silvio Heinevetter, der das erstmal zunichte macht, aber es gibt den 7 Meter hinten raus. Und dann haben wir eine Statistik von 3 von 3 bei Spatz und jetzt sind es 4 von 4. Da hat er Silvio Heinevetter in dem Moment auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Er hatte da keine Möglichkeit, so schnell auf die rechte Seite zu kommen. Und somit Treffer Nummer 20. Und jetzt ist es wiederum Kienzler, der da einmal kurz den Arm rausstreckt, den Ball schnappt und auch er somit Torschütze heute hier gegen die Füchse aus Berlin. Martin Kienzler. Zeitspiel ist hier angezeigt und das geht jetzt nicht einfach mal den Ball nehmen und loslaufen. Hier Ballbesitz für Stuttgart, geht dann ganz schnell auf der Gegenseite. Fabian Wiede war das und kann zumindest noch mal für gute Stimmung hier sorgen in der Porsche Arena. Viereinhalb Minuten noch zu spielen. Bislang eine sehr ruhige Partie von beiden Seiten. Fair gespielt, ohne größere Rangeleien, auch nicht von den Trainerbänken. Und daher ist auch eine recht ruhige Partie für einen, den man auch sehr gut kennt, nämlich Holger Fleischer, war bis vor kurzem noch Schiedsrichter, kommt hier aus der Region und ist mittlerweile Offizieller des DHBs und sitzt heute am Zeitnehmertisch. Allerdings haben wir ihn heute nicht sonderlich im Einsatz gesehen. Für ihn eine neue Aufgabe, die er wahrnimmt. Von der Platte an die Außenlinie und dort sich mit um das Protokollarische kümmern und dafür sorgen, dass alles geregelt abläuft. Also Holger Fleischer, einer der großen Namen hier aus der Region, ist dem Handballsport da treu geblieben. Die Stuttgarter setzen jetzt auch mal zum Endspurt an, wollen hier noch mal das Ergebnis ein wenig aufhübschen aus ihrer Sicht. Allerdings ganz klar, der Erfolg für die Berliner, der geht hier ganz klar in Ordnung. Die Stuttgarter hatten eine schwache Phase in der ersten Halbzeit, so zwischen der 5. und der 20. Minute. Da konnte Berlin zum ersten Mal davon ziehen. War da das deutlich bessere Team und diesem Rückstand sind die Stuttgarter dann lange Zeit hinterher gelaufen. Zum Ende. Hier gibt es noch eine 2 Minuten Zeitstrafe gegen die Stuttgarter. Diesem Rückstand sind die Blau-Weißen dann einige Zeit hinterher gelaufen, haben es nochmal geschafft, kurz vor der Halbzeit. Da konnten sie es nochmal spannender gestalten, bis zur Halbzeit auf 11 zu 15 Stellen, nur 4 Tore Unterschied und somit sich die Hoffnung zu wahren, im zweiten Durchgang nochmal nah ranzukommen und das Ganze hier gegen die Füchse aus Berlin spannend zu gestalten. Allerdings auch da nicht gut in diese zweite Halbzeit reingekommen. Sich da gleich einige Treffer eingefangen, sodass es dann 6-7 Tore Rückstand waren und sich daraus nochmal zurückzukämpfen gegen den
amtierenden Vereinsweltmeister, gegen den amtierenden EHF-Pokalsieger, gegen die Füchse aus Berlin. Das ist dann eine verdammt schwere Aufgabe. Gerade für einen Aufsteiger. Auch wenn es sicherlich an der Unterstützung in der Halle nicht gelegen hat. Bis auf den letzten Platz gefüllt. Und auch wenn es ergebnistechnisch sicherlich nicht ganz so lief, wie sich das die Hausherren hier vorgestellt haben. Und auch immer wieder mal solche Aktionen, er soll ich gerade sagen, den Berlinern gelingen. Aber hier ist es Djerkovic, der sich nochmal auszeichnen kann. Die Stimmung in der Halle ist gut. Die Stuttgarter dürfen sich noch auf eine Saison freuen, in der sie sicherlich noch einige Erfolge feiern. Zum einen gegen die Teams, die unten mit drin stecken, aber die Mannschaft hat sicherlich auch das Potenzial, auch wenn sie es heute nicht voll abgerufen hat, um eine Überraschung zu schaffen gegen eins der größeren Teams. Und zwar unter anderem mit ihm hier, Bengue. Tor Nummer 6 für ihn. Mannschaften aus dem Mittelfeld wie Magdeburg, Gummersbach, Hannover. Gegen all solche Teams ist es sicherlich mal möglich für die Stuttgarter, hier die Überraschung zu schaffen. Und auf die werden sie weiter hinausarbeiten, wobei man sicherlich sagen muss, Djerkovic hier wieder mit der Hand am Ball, kommt jetzt hinten raus nochmal gut ins Spiel, aber kein Aber, spielt den Ball richtig schön nach vorne auf Martin Kienzle, der dann noch einen 7 Meter rausholt. Und das trotz Unterzahl, richtig schön gemacht hier vom TVB. Sicherlich das Spiel gegen die Füchse aus Berlin nicht das Spiel, das man gewinnen muss, um in der Liga zu bleiben, sondern ein Spiel, das man gewinnen kann und sicherlich auch gewinnen will, um sich, um den Fans, um den Spielern ein richtig schönes Erlebnis zu gestalten. Das sollte heute nicht so sein. Für ihn läuft es allerdings gut. Der 5.7 Meter von Michael Spatz. Zum 5. Mal ist er drin. Aber es werden noch viele weitere Partien in diesem Jahr kommen. Die nächste für Stuttgart ist dann eben schon am 27. in Gummersbach und dann geht es wieder los am 14. Februar zu Hause gegen den BHC. Das ist dann eine dieser Partien, die man in jedem Fall gewinnen muss. Und die Partie, die ist in diesem Moment auch aus. Sie geht fährt zu Ende mit dem Ergebnis 24:32. Die Füchse aus Berlin, die nehmen die Punkte hier aus Stuttgart verdienterweise mit. Stuttgart hat aber auch phasenweise gezeigt, dass sie sicherlich das Potenzial haben, noch für die ein oder andere Überraschung in diesem Jahr gut zu sein. Wir freuen uns auf viele weitere Spiele. Morgen geht's weiter. Da gibt es dann viel weiteren Live-Handball. Unter anderem mit Flensburg, unter anderem mit Frisch auf Göppingen und vielen weiteren Mannschaften. Das Handball-Weihnachtsfest ist also noch jung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, dass Sie sich hier noch mit den Bildern aus der ausverkauften Porsche Arena alleine und sage bis zum nächsten Mal aus der Porsche Arena in Stuttgart.